dem Motto, ein Slogan aus dem Hause VW, was Sie nicht an Ihrem Auto haben, kann auch nicht kaputt gehen. Aus diesem Grunde fahren wir alle ein luftgekühltes Auto und ein Motor. Und er hat sich sofort dran begeben, hat er seine Motorhaube abgebaut und die Kotflügel abgebaut. Ja, was will man ihm denn da also da noch kaputt machen? Ja, und der große Hecht im Karpfendeich, ja, schauen Sie, da hinten liegt er, der Bösewicht mit der 51, der vorhin so bravourös gekämpft hat, der Albert Käfer, jawohl, der Matador, der Gladiator. Ja, der wird das Feld dann von hinten aufräumen. Wenn alle meinen, es geht links rum, wird er bestimmt drehen und wird dann links rum. Und dann macht bitte alle alle. So. Wenn er kurz vor dem Abheben ist,
machte den Spoiler zu. Aber jetzt hat er eine neue Idee. Jetzt können wir nur noch 100 Sand reißen, wahrscheinlich. Damit. Kommt der Boris wieder an. Blanke Funken sprühen daher. Wir konzentrieren uns wieder auf die Fahrradkurve. Ist ein Ding raus. Die 170 wieder auftauchen. Ich will noch einmal sehr schnell nachschauen. Vielleicht kann ich Ihnen sagen, wer das ist. Jawohl, das ist der Manfred Gölke. Manfred Gölke in der 170. In diesem... Oh, was macht der Gelbe? Der macht ihm alles kaputt. Immer auf das gleiche Auge. Auto tut er langsam weh. Und wieder nach Auto. Oh, da hat er es jetzt mal nicht erschafft. Die 25 vorbeigestoßen, das Leere. Nee, du tust mir was, dann kriegst du aber Haue. Naja. Und die 304 mit dem Ford, schauen Sie, der ist noch ganz prima. Erstaunlich, wo die Fahrer immer wieder auf den Weg gebäumt sind zu Rennstrecken. Das sieht man also wirklich. Sehr viele Tieflader bestückt mit Original-Gegnerfahrzeugen. Sonderwege! Olympiade, 84, Sonderwege, oder was soll das heißen? So ganz ist mir das nicht klar. Es wird doch wohl kein Zuschauer sein, der sich über die Übertragung des Fernsehens geärgert hat. So, das ist ein guter Brief, was der Gegner hat. Da putzen die letzten Lebenszeichen noch. Der Manfred, bei Manni, Manfred Gölke mit der 170 noch mehr als die Jahre. Ja, der Ford hat sich noch auf den Kopf. Ich glaube mal, was ist das denn für ein gutes Auto? Da würde sich der alte Nordhof in Wolfsburg noch im Graben umdrehen, wenn er wüsste, was ich meine, also mit der anderen Seite, sie sind immer noch im Bundes. Und alle wieder auf den Reifen drauf. Das ist doch nicht meine. Da kommt doch einer. So nach dem Motto, wie die Berliner sagen, wenn wir in den Grunewald gehen, kommt alle, hier ist der Schluss, hier ist der Gegner, gehen wir dahin, wo viele sind. Da sind wir auch was, und da geht's rund, jawohl. Ja, wie passiert da was dabei? Vorbei ist auch daneben. Dann müsste doch wohl jetzt dieser Satz noch sicher sein. Ach, ich kann nicht mehr sagen. Warum das so ist, weiß ich auch nicht. Ich dachte, wir hatten einen Platz, glaube ich. Ach, die Gegend ist nicht so. Deswegen hat er Schwarz gekriegt. Ach, Schwarz, über den Rasen gefahren. Ja, der wird ja wohl den heiligen Rasen von Lippenthal hier schon kaputt machen. Was aber? Das ist ja fast wie der heilige Rasen von Lippenthal. Aber man kann auch nicht alles. So. Ich glaube, die beiden sollte man doch vielleicht nicht treffen, die Diabetes-Kliniken. Das geht dann immer hin und her. Der Anlass noch und die Höhepunkte. Da schauen Sie mal, interessant, nicht zu beobachten. Der 25 hat einstellig absolut ein, aber sekundiert von der Seite aus, läuft rauf und runter, wie bei Fischspiel. Also, hat er nicht so. Gerade die im Herz gefahren. Eine große Methode. Und ist den anderen leicht aufgefahren. Weil er ja genau weiß, dass ich mit Sachsen würde, wenn er ja das alles wieder bekommt. So, welche Nummer da genau gewonnen hat, kann ich Ihnen also von hier aus nicht sagen. Die Nummer 10 scheint es nicht, soll hier rauskommen. Sie bitte daran. Am 19.09. So, meine Damen und Herren, bei der Motorsport heute Danksagung des HSC Nettetal für Ihr Erscheinen. Auf Wiedersehen, wir hören und sehen uns wieder am 9. September, Musik von Radio Horrocks. Auf Wiedersehen. Radio Horrocks. Ja.
Wahnsinn.